Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, in der letzten Folge habe ich es mal wieder geschafft, ein Motorrad in die Luft fliegen zu lassen. Ich schiebe das Ganze auf Müdigkeit, denn ich denke, das hat man mir angemerkt, weil ich ja gerade aus dem Dienst kam, dass ich sehr müde war. Und ja, so müde kann ich kein Moped fahren, das schaffe ich ja nicht. Und ja, deswegen ist es dann explodiert. Nein, ich bin einfach wie ein Blöden durch den Wald gefahren. Da ist es kein Wunder, dass das Moped mal Peng macht dann, ne? Wenn man so trottelig durch den Wald pfeffert. Gut, ansonsten hat sich Steffi ja im Bunker gemütlich gemacht in der letzten Folge. Dort hausten sie jetzt auch noch in so einen Futterraum und will heute natürlich wieder auf die Suche nach Scopes gehen in diesem Bunker. Und dann müssen wir den Fußbus Richtung nach Hause nehmen und hoffen, dass wir unterwegs unsere Sachen nicht wieder verlieren. Ich werde einen Scope finden und das werde ich dann verlieren oder verbummeln. Ich weiß es irgendwie jetzt schon, habe ich doch ein Gefühl. Okay, Top-Kommentare des Tages gibt es heute auch. Und zwar das erste von Thomas Müller. Er schreibt, moin, mal eine Frage. Wo bekommt man diese Bauelemente her, die Tim hat für sein Motorrad, Moped in dieser Folge? Steine mit Stacheldraht drauf? Nein, das ist ein komplett eigenständiges Motorrad, was man einfach so, wie da steht oder stand und explodiert ist, finden kann. Gut, das zweite Top-Kommentar ist von Dave Zock. Er schreibt, ja, und schon wieder das Moped hin. Ach, war mir auch peinlich, muss ich sagen. Aber ich habe mir das nicht so ansehen lassen. Ne? Aber der Fußbus ist ja bekanntlich, der Fußbus fährt ja bekanntlich immer. Aber vielleicht mal die Sachen suchen, die die Händler ankaufen und RP eintauschen. Und nicht immer nur Sachen spawnen. Okay, brauchst die für deine Videos, aber mit Spielen hat das, hat auf dem Server das nicht wirklich viel zu tun. Ja gut, ich spawne Motorräder tatsächlich nur, weil ich kann es erstmal nicht suchen, weil ich keins finden werde. Und die Folgen sollen halt nicht so langweilig sein, dass ich immer nur laufe. Deswegen hat Steffi eigentlich so einen unendlichen Motorradvorrat. Habe ich mir einfach so gegönnt. Ne? Mal gucken, wie ich das diesmal mache. Bin mal gespannt. Hättest dein Inventar ein wenig aufräumen können, dann hättest du die AS-Wahl noch mitbekommen. Ja, das wollte ich auch machen, das war so mein Gedankengang, aber ich hatte nicht mehr so viel Zeit, weil ich habe ja da auch die Uhrzeit stehen von Scum, wie lange die Aufnahme schon geht, und ich war eh schon spät dran, deswegen wollte ich auch nur so ganz grob durch den Bunker, weil ich den heute ja nochmal durchsuchen will. Ich gehe einfach mal drauf, fortsetzen. Und werde heute nicht das Nachtsichtgerät benutzen. Ihr schreibt mir immer in die Kommentare, das ist hell genug im Bunker. Ich sehe tatsächlich auch eigentlich genug, aber ich mache das Nachtsicht immer an, damit ihr mehr seht, ja. Und das ist so mein Hintergrund gewesen. Aber jetzt weiß ich ja, dass ihr genug seht. Dann brauche ich hier auch nicht immer... Sollen wir mal eins essen? Nee. Kohlenhydrate sind wenig. Aber wir können eigentlich... Komm, wir hauen uns mal in MAE rein. Wenn es schon hier so rumliegt... Und ja, Gefahr, 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 dieses Ding verlieren. So, Handwerk, Stoffwechsel. Wollen wir mal gucken, was wir Schönes finden. Und einen schönen Tipp habe ich auch noch bekommen. Wir sollten die dicken, gepanzerten Zombies ab und zu mal durchsuchen. Da könnte auch mal so ein Waffenteil wie ein Scope drin sein. Ne? Aber das kann man halt leider immer nur bis 50% reparieren. Aber besser als gar nichts. Ne? Ich hoffe, wir werden dadurch Zucker, Faser und Kohlenhydrate zu uns nehmen mit diesem dicken MAE. Nichts. Es sind auch keine Fasern drin und kein Zucker. Okay, ist ja egal. Ich hatte doch Schokis. Wartet. Schokiriegel, die können wir uns doch mal reinflanken. Hatte sich verdient, denn gestern hat sie ganz schön viel Glück gehabt, weil ich war wirklich saumüde. Und mehr Glück als Verstand sind wir dann hier in den Bunker gelangt. Ne? Gut, dann noch ein Schokiriegel, weil wir jetzt gerade dabei sind. Die Arme. Und das spülen wir dann mit Wasser runter. Hier habe ich noch eine Karte, die ist noch 49 Stunden. Vielleicht schaffen wir es ja nach Hause für 10-0. 10-0 ist... Ja, hier oben. 10-0, dann ist da der Bunker wahrscheinlich. Dafür ist die Karte. Weiß ich, vielleicht latschen wir da hin, machen eine Kiste und tun die Karte da rein. Das wäre doch eine gute Option, oder? Gut, jetzt gehe ich erstmal in den Hauptraum und will etwas systematischer absuchen. Ich sehe tatsächlich nicht so gut. Weil mein Fenster mich auch hier anleuchtet, ne? Deswegen mache ich wahrscheinlich immer Nachtsicht an. Ist hier keine Tür? Nein, da. So schlecht sehe ich. Aber heller will ich den Monitor tatsächlich nicht stellen. Warum liegt hier eine Olive? Okay, ich brauche eigentlich keinen Schlüssel. Also wie gesagt, ich will erstmal systematisch vorgehen.
Und dann sind wir hier auch schon im Hauptraum. Ich weiß gar nicht, worauf meine Knarre diesmal steht. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie man das macht. Einzelschuss steht so. Okay, gut, dass man das so gucken kann, ne? Das ist Shift links und die rechte Maustaste gedrückt halten. Dann siehst du, dass sie auf Einzelfeuer steht. Finde ich cool. Damit können wir auch wieder ganz locker jetzt in der Hand nehmen. Ach ne, ja gut. Also, Plan ist, wir gehen erstmal den Gang lang. Die Türen sind ja alle zu. Ich würde jetzt auch hier was hinlegen, aber ich habe Angst, dass das spawnt. Bei mir ist aktuell auch wieder relativ spät, 12.41 Uhr. Ich wollte heute nicht in den Neustart, in den Restart rein aufnehmen. Hatte ich kein Interesse zu. Das brauche ich ja gar nicht gucken, ne? Gut. Also ich könnte wirklich ein bisschen mehr Helligkeit reinmachen. Dann würde ich auch mehr sehen im Bunker. Aber irgendwie ist das ja auch schon stimmungsvoll, ne? Machen wir mal direkt einen Dietrich, packen den ein. Na, wir haben ja fast 600 Ruhmpünktchen. So. Schrott, Schrott, Schrott. So, ist wie erst, ob ich blind wäre. Ich werde halt geblendet, damit ich hier wegen meinen Dings, meinen Greenscreen noch was sehe. Das machen wir in Drähte. Einfach, weil wir es können. Eine Batterie brauche ich nicht, habe ja kein Fahrzeug mehr. Die kann man jetzt auch nicht mehr in Bleiplatten verwandeln, ne? Interessant. Stacheldraht. Muss mal kurz einmal. Aber ich sehe wirklich nicht viel. Das liegt aber dann an meiner Helligkeit. Also wir könnten ja mal versuchen. Für mich jetzt und für euch. In den Optionen. In der Grafik. Da kann ich jetzt nicht Licht heller machen. Ne? Das ist der Monitor selber. Ach, ich bin heute auch noch nicht so richtig fit. Ich habe so heftig geschlafen, dass man erstmal eine halbe Stunde brauchte, um wieder fit zu werden, ey. Gut. Suckes. So, das lassen wir schon mal raus. Das würde ich nicht essen, nein. Das ist blöd. Ich werde sowas von die M16 verlieren. Hä? Da. Okay. Das nehme ich gerne mit. Hatten wir nicht schon welche? Wartet mal. Nee. So. Es soll doch nur ein Sköbchen werden. Ein Sköbchen für die Steffi. So. Man kann es ja nur überall mitrechnen. Aber gleich werden Zombies spawnen. Oh, warte mal. Das passt doch perfekt gerade. Das wollte ich doch sowieso machen. Ich muss ja gleich mal gucken. Wir können ein paar Sachen rausschmeißen aus dem Inventar. Das ist ja echt... Das ist aber alles cool. Die Handschuhe brauche ich zum Beispiel nicht. Ich wüsste nicht wofür. Das will ich behalten. Das will ich eigentlich alles behalten. Warum will man immer alles behalten? Das M16 ist ja, oder die ist ja zusammengeklappt, glaube ich. Ist ja relativ klein. Dass man die sich irgendwo gemütlich reinpopelt. Boah. Ach, guck mal da unten. Das ist interessant. So. Sag mal, wie groß ist denn die? Ah, guck mal, da fehlt nicht mehr viel. Da müssen wir einfach irgendwas umparken. Wow. Das habe ich sogar, das ist ein doofen Dünnschlitz. Also wir hätten dann noch einen Slot für das M16, was ich jetzt fast wieder vergessen hätte. Und ich muss mal kurz Nachtsicht anmachen. Ah, ist ein bisschen blöd, ne?
Waren wir hier drin? Nochmal eine Nadel. Also, wo habe ich denn meine Einstellung? Ich habe ja noch nie am Monitor irgendwas eingestellt. Antibiotikum brauche ich nicht. Also wir kamen jetzt von hier, ne? Kann das sein? Ich kann hier überall die suchen. Das ist nicht gut. Wenn die mir auf Scope-Suche ist und das weggescoped wurde. Ist auch eine schöne Sackgasse hier. Ich finde auch nur Scheiße wieder. Okay, Zombies sind oben nicht so aktiv gerade. Ich muss wieder nachtsicher machen, sorry. Ich brauche nicht sorry sagen, wenn ich nachtsicher machen muss. Ein paar Dings wären gut. Schraubendreher. Bringt mir gleich die Räume nix. Deswegen gucke ich hier überall rein. Ein Hut. Ein Hut, der steht ihr gut. Immer alles 15 Mal durchsuchen. Hier müsste es ja wieder in den großen Raum gehen, ne? Also nicht hier. Ich guck gerade. Was ich da so sehe. Schrauben. Gewürze. Lupen. Ein ganzes volles Zippo. Noch ein Zippo. Wow. Er hat eindeutig einen Raucherforscher gearbeitet. Er wird ein wenig kalt, ne? Ich weiß nicht, warum baue ich mir jetzt so viele Nähzeuge? Wollte ich gar nicht. Jetzt finde ich aber halt das ganze Zeugs dafür. Der Himmel, Herrgott, Kuzifixal. Ja, wir befinden uns jetzt hier. Das heißt, wir haben auch einen relativ, ja, geht so, weiten Weg zu nach Hause. So. Okidoki. Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubendreher. Genauso, wie ich das gedacht habe. Die mache ich aber wieder zu, damit ich nicht ganz so durcheinander komme. Ist er hinten reingegangen? Witzig. Gib mir doch endlich das, was ich will. Du hast Pistolenholzer. Also für mich ist das so dunkel, dass ich das echt nicht erkenne, dass da drei Kisten lagen. So. Ja, ich habe jetzt leider keine Schraubendreher mehr. Relativ sehr leer hier, ne? Ein Razorblade, hier habe ich auch noch nicht reingeguckt. Tauscht da irgendwas aus? Nee, ne? Wegen dem Mech. Haben wir schon mal einen Helm auf der Birne? Schöne Weste, unserer hat 95, ja gut, komm. Da wollen wir mal nicht so übertreiben, das kann man nur einmal durchsuchen. Da habe ich gerade reingeguckt, glaube ich, ja. Also wir sind hier nicht ganz alleine, glaube ich. Der Spieler ist schon lange weg wahrscheinlich.
So, von den Räumen gibt es echt viel, ne? Muss man schon sagen. Einen Schluck trinken wir schnell. Dann werfen. Gängchen. Ach, diese scheiß Fressräume, ne? Das ist halt Motorradstiefel, aber wir haben ja hier die. Müssen wir eigentlich irgendwas reparieren? Das hier, glaube ich, wäre mal eine Idee. Der Quiver. Der Rest ist eigentlich relativ gut in Schuss. Außer der BH. Können wir den nochmal reparieren? Was meint ihr? Der ist ein Null. Den kann man nicht mal mehr reparieren. Der ist jetzt komplett Käse. Ihr guten Armory-Räume. Ich bin zu selten im Bunker, dass ich mich da gut auskenne drin. Wie gesagt, dieser Raum ist sehr häufig geworden. Ne? Aber da findet man auch mal schön MAEs, wenn man Glück hat. Oder Nägel und Zangen. Und Hüte. Unsere guten Hüte. Klassische alte gute Pistolen. Schachtel. Die sind zu. Offen meine ich. Sie sind genau das Gegenteil. Sagen warum. Eine gute Bandage, ne? Sollte man vielleicht doch nicht liegen lassen. Mann, da sind ja überall Bandagen drin. Mit Galva-Kulis. Die interessieren mich jetzt nicht so, aber ich brauche halt Schraubendreher. Ne? Ich weiß nicht, ob wir die hier finden. Der Bauer sieht heute wie ein Käseklumpen aus. Boah, zwei Schlösser drin. Die dummen Masken, die mich gerade daran erinnern, dass ich heute einen Impftermin habe. Dritte Impfung schon. Auffrischung. Aber ich habe meine Unterlagen alle verbummelt. Da geht es in den großen Raum. Das ist aber echt nur Käse, ne? Ich glaube, da geht er raus oder so. Das geht da nicht raus, glaube ich nicht. Sieht aber fast so an, ne? Tatsächlich. Ausgang. Ich habe ihn gefunden! Wir sind frei! So. Ich will jetzt einen dicken Zombie finden. Was sind wir da oben, Zombies? Hier waren wir gerade durchgegangen, ich weiß. Ich sah aufgemacht und zugemacht und zugemacht und aufgemacht. Das sind, also sehr, ich muss mal mit der Drohne durchfliegen durch den Bunker, dass, wie die aufgebaut sind. Muss ja ganz interessant aussehen. Oh, guck mal, hier Knackwerkzeug. So. Das erlangt nicht. Ich geh mal hier hoch. Guck mal nochmal unter diesem Tuch. Du kannst ja überall alles finden hier. Das ist echt übertrieben. Viel zum Durchsuchen. Schuss nochmal.
Das M16, das macht mich ja schon stolz mit dem 4er Scope drauf. Ist ja schon ganz cool. Also ich brauche keinen Munitionsraum suchen, wenn ich kein Werkzeug habe. Ah, da ist schon einer. Immer hinter der Tür. Ja, die Zombies meinte aber nicht. Oh, ist das denn Pflegepersonal hier? Oh. Fataler Fehler. Blub. Gib mir einen Schraubendreher. Guck, ach, mal wieder in dieselben Schachtel. So. Was ist das, AK? Ja. Magazin. Laden. Da, 4 Schuss rein. Eigentlich ist das praktisch, wenn man die direkt vollpackt, ne? Da haben wir doch was alles, oder? Viele Messer. Ich muss ja auch noch lebend rauskommen. Das ist ja auch noch so eine Sache. Was ist das? SWD RPK, cool. Da hat keine Platze mehr, aber das ist bestimmt irgendwas, das wir rauswerfen können. Oder umparken. Ja, das ist ein ekliges MAE. Ein olles MAE. Sogar guten Schuss noch. So komische Sachen findet man. In so einem Karton. War ich jetzt hier schon dran? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Davon haben wir schon ein paar. Ja, wir sind jetzt überladen. Weg mit der Pistole. Ich sehe kaum was. Wäre schön, wenn mal so eine Magnum da drin wäre, ne? Eine richtig schöne dicke Wumme. Aber hier waren wir schon dran. Ja, gut, dann können wir mal den Mittelgang nehmen. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass hier die Räume sind, die ich suche gerade. Ist aber nicht so. Warum sind da denn so viele Zombies? Super nervig, dass sie oben sind, immer und mich hier hören. Wow! Boah! Was ist das denn für ein Effekt, ey? Ich bin schon mit Schalldämpfer am Rumballern. Ich wollte... Ach, egal. Deiner wäre schon längst angerannt gekommen. Ist komisch, was wenn sie mit der Knarre, da ist einer endlich. Die Flashlight, wie geht die überhaupt nochmal an? Ich weiß nicht mehr, wie die angeht.
Ich muss das googeln. Damit ich jetzt mich nicht ganz so blamier, weil das wird auch in die Kommentare geschrieben. Scum. Waffenlampe. Ich finde das noch mein eigenes Video. Da ist ein schönes Forum. Shift E. Was hast du für, wie soll man denn dass ich sowas merken? Oh ja, die leuchten aber gut. Ich hab's gar nicht erwartet. Benutze sie ja nie, weil ich nie wusste, wie die angeht. Repair Kit, yeah, danke schön. Das macht die Sache hier noch ein bisschen gruseliger, ey. Warum ist auch da unten der? Aber man muss leider die Waffe vorhalten, sonst leuchtet man den Boden an. Hä? Achso, ihr seht ja, da war doch was. Also ist man jedenfalls für die Situation gewappnet. Scope, 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 Scope. Scope, 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 Scope. Ich brauch ein Scope. Pistole weg. 3. Die Val kriegt jetzt einen RIS-Adapter. Den ich jetzt nicht aufgenommen habe. Jetzt sehe ich nichts mehr. Da ist er. Auch sehr schön. Immerhin. Dann kann sie auch Visierung haben. Die habe ich schon, ne? Und weiter geht's mit der Taschenlampe. Das ist ja... 3. Ist auch immer wieder aus. E. Zack. Cool. Steffi mit... Boah, ist sie hell, ey. Was ist das für eine LED-Taschenlampe? Mehr Schraubenzieher. Boah, das ist doof. Man kann nicht mehr. Man weiß nicht, wo man genau hinguckt. Das ist auch Übungssache, glaube ich, dann. Nein. Man weiß ja nie, wo was drin ist. Das ist das Blöde. Irgendwie will ich schon wieder raus. Ich will die Schnauze voll von den Bunker. Da bin ich eigentlich verletzt. Wartet mal. Ich wurde da gerade getroffen. Stabilisiert sich schon. Ist schon wieder alles gut. Also das haben sie echt leicht gemacht, finde ich. Mittlerweile. Magnum Tracer Bullet. Bullet. Ballet. Ballett. Tanzende Kugel. Immer machen wir schönes Licht, ne? Ich weiß nicht mehr warum. Ah, der hier. Das ist komisch mit der Taschenlampe. Voll ungewohnt. Keine Kauk. Also es wirkt echt ungewohnt mit der Taschenlampe. Der auf einmal her. Bin ich denn? Ich bin noch am. Ach, ich bin am Schwitzen. Da oben läuft einer auf Gras, das hört man. Geht hier auf. Ist das hier die Sack. Nein. Ey, das ist so durcheinander. Ein wenig verwirrend aufgebaut, so ein Bunker. Warum
löse ich einfach die Pistole. Das ist gar nicht so einfach, ey. Und leuchtest damit. Du kannst ja nicht mehr suchen vernünftig. Treff nicht die richtige Kiste. Ja. Kein Scout. Oh, das Ding finden wir jetzt am laufenden Band. Was ist das denn? Achso. Ich brauche mal Knackwerkzeug. Ein AdWords Kompass haben wir schon als Ersatz. Boah, noch ein Nachtsichtgerät, aber es wird langsam eng. Bist du auf dem Boden? Ich habe einen Scope gefunden. Das gibt's dann auch noch das 82er, egal. Ja? Ich darf nicht sterben. Ich darf auf keinen Fall mit ihr sterben. Und das in der doofen Holzkiste. Man guckt da in der doofen Holzkiste rein und findet einen M82 Scope. Ey, unglaublich. Jetzt will ich wieder raus, jetzt will ich nach Hause. Oh, Repair Kit. Was haben wir denn? Irgendwas kaputt? Können wir direkt mal ausnutzen, oder? Reparieren. Dann reparieren wir auch das. Alle Waffen einfach. Dann ist das aufgelutscht. Und ist halt egal, dann bleibt es hier liegen. Die hat auch schon eine Menge mitgemacht, die arme Pistole. So. Ich habe alles perfekt gerade, ne? Boah, ich bin glücklich. Nein, eine Pistole. Überblick komplett verloren jetzt. Auf der Aufregung. Die Aufregung ist schuld. Richtig edler Loot. Einäugeln. Ja, die Frage ist, wo will ich raus hier, ne? Wo will ich hier raus? Ich habe ja mehrere Möglichkeiten immer wieder. Ach, das ist hier dieser Spezialraum. Na, da kriegst du bestimmt richtig guten Loot, aber nicht ich. Nicht meine eine. Oh, der hat noch gelebt. I'm bleeding. Ich blute. Das müssen wir jetzt tatsächlich sogar heilen. Sackt, ja. Sackt. Ich muss das nochmal behandeln. Das, aber es geht ja rückwärts. Es geht ja weg. Ne, das ist ja richtig, oder? Das muss ich halt nur stabilisieren. Drei Schuss. Ich glaube, da ist noch was da. Also, die mögen das gar nicht, dass man Türen aufmacht. Danger Steffi. So, und jetzt geht's in die Stabilisierung. Okay. Es liegt rum. Scheiße. Guck mal, hier ist so ein Desert Eagle. Ich will die nicht knacken. Ich habe noch nicht einmal so einen Waffenraum gefunden. Irgendwie laufe ich hier rum wie ein Ochse. Ich wollte strukturiert durchlaufen, aber jeder Gang ist irgendwie wieder neu, weil es halt so dunkel ist. Alles ist schuld, die Dunkelheit ist schuld, niemals ich selber.
Naja, die hier findest du am laufenden Band, die Räumchen. Das ist ja auch mal diese Zwischenräume hier mit dem sogar. Zum Schlösserknacken. Ach, ich die Bung. Wow! Komm nicht weg. Ich bin eingeklemmt. Wir sind schön langsam. Boah, wo kamen die denn auf einmal her, ey? Schindendreck. Ich glaube, ich blute. Aber wenig HP verloren, ne? Boah. Ja, ich habe nichts zum Behandeln, glaube ich. Mehr doch da. Das andere ist noch unbehandelt. Zackat, safe. Das geht immer von alleine rückwärts. Oder geht das aufwärts? Ja, es geht aufwärts. Das muss auf jeden Fall behandelt werden. Vielleicht finden wir noch was. Hier. Gut, das kann jetzt schon gruselig sein, in so einem Kackbunker hier, ne? Seltsames System haben sie da gebastelt, ne? So, müssen wir gucken, ob das ausreicht. Ja, hat ausgereicht. Dann behandle ich das jetzt auch. Das ist doch gut. Hat doch geklappt. Gut, weiter geht die Suche. Wir bluten zwar noch. 56 HP, okay. Das ist relativ wenig. Und ich glaube, man kann das nicht beschleunigen. Das bringt nichts, ne? Ach, ich muss das... Ach, das war noch nicht fertig. Das kannst du so weit behandeln, bis es dann in eine Stabilisierung geht. Ich verstehe, okay. Ah. Ja, dann suchen wir die mal. Vielleicht haben sie einen Scope. War ja ein Tipp aus der Community. Aber ich habe da bei denen schon tatsächlich mal Militärzeugs gefunden. Ja, und die Frage, wo kommen die her? Gut, der hat zum Beispiel einen Basic Kompass dabei. Die sind gespawnt. Heidewitzka. Office. Gang. Ich will nach Hause. Ich will einfach raus aus dem scheiß Bunker wieder. Das ist scheiße, dass sie einen da immer hören, ne? Da oben. Das nervt voll. Also ich wollte strukturiert durchgehen. Das habe ich nicht hingekriegt. Hier liegt eine Wasserflasche, also wollen wir schon mal hier. So. Komisch hier alles. Scheißhäuser haben die ohne Ende im Bunker. Also kacken gehen können die hier ohne Ende. Und diese 80.500 Control Rooms. Was habe ich hier noch am Muni jetzt drin? Ich habe ja wie wild geballert. 12, okay. Ich will die Schlösser nicht knacken. Peinlich, dass ich nicht ein... Also es gibt so viele Räume. Ich versuche ja so gut wie geht im Kreis zu latschen. Aber wenn wir hier noch nicht waren... Boah, schon wieder ein Nachtsehgerät. Ich weiß, man keine 50 Stück aufsetzen kann. Razierklinge? Wow. Das ist mal gebunkert, oder? Davon haben wir schon so viele. Für den Fall der Fälle gar nicht so schlecht. Da haben wir einen. Endlich mal. Hat der auch ein blindes Huhn, findet mal ein Korn.
Aber wir haben leider nur drei Dreher, ne? MK18 Schalldämpfer, sehr genial. Voll aufgemödelte, geladene, geile M16. Repariert, alles safe. Schrotgewehr. Wir tauschen mal den Helm. Sieht cooler aus. Flashbang. So, bin ich eigentlich noch in den Facecam? Ich komme das Gefühl, ich sack nach vorne. So, leider habe ich nur drei Versuche, glaube ich. Wir haben vier Behälter. Aber ist halt alles Zufall. Was ich finden wollte, habe ich ja gefunden. Aber noch einer wäre noch besser. Ne? Deswegen langsam gierig. Ich merke das schon. Okay. Können wir gleich reinpacken. So, jetzt, ne, feststellt, ist er schon dran am Gewehr. Das möchte ich auch mal sehen. Guck mal hier, der Schatten. Komisch. Waren wir schon? Okay, wir versuchen mal den Ausgang zu finden. Wie gesagt, ich will das Scope jetzt sicher nach Hause bringen. Das dürfte nicht allzu schwer sein hier. Oh, das war sehr hoch. Sehr dumm. Sehr, 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 sehr dumm. Ich schaffe aber auch immer irgendwie... irgendwie mehr ein Eigentor zu schießen. Jedes Mal. Ich weiß ja nicht, wie sie das behandelt, aber... so ein Sturz. So eine Verletzung aus dem Sturz. Aber du beschleunigst halt diese Heilung. Zap. Der Fuß. Der Fuß hat halt eine Bandage an der Mauke gemacht, ne? Gut. Shift E. Shift E. Dann wollen wir mal raus, ne? Tausend Sachen übersehen, werde ich mit euch. Aber wie gesagt, das, was ich haben wollte, habe ich. Solltest... ich sollte mit meiner Festung vorsichtig sein, okay. Ist ja witzig, wie soll ich denn vorsichtig sein? Dann mach mal die Schuhe heile. Damit wir richtig gutes Schuhwerk haben. Wie lustig. Der Schein trügt, dass man sich hier verstecken kann, ne? Er sieht einen durch dieses Gestrüpp mit Sicherheit. Ist ein Gebüsch dahinter vielleicht? Ich muss einmal gucken, wenn er sich umdreht. Ich weiß nicht, ob das was wird. Nur wenn ein Zombie jetzt kommt. Da hat er ein bisschen konnte der nicht schauen, ne? Nicht, dass er meine Beine sieht. Klappt. Wie denn? Ich war wieder so laut. Da wird wieder nichts. Dann liegt sie hier gut. Ich bin nicht mehr da. Dreh um. Ich bin weg. Was? Oh, komm, Mann, ey!
Boah, das ist assi. Das ist richtig assi, sowas, ey. Mann! Da konnte ich doch nichts mehr machen. Scheiß, ey. Aber den Loot, den krieg ich hoffentlich wieder. Wo bin ich? Oh, das war jetzt richtig assi. Mann, ey. Wo laufe ich überhaupt hin? Nordosten. Okay, ja, ey. Was ist ey, so ein Menschen in Not so erschießen? Aber das finde ich echt ätzend, ey. Darf er, safe, ist PvP. Oh, guck mal, meine Gesichtsfarbe, wenn ich so mache. Dann weiß ich, was schuld ist, die Beleuchtung. So. Sicher, sieht wieder, ich sehe immer noch käsig aus. Okay, ja, ey, wie kann man sowas ausnutzen? Das finde ich echt assi. Wirklich. Hätte auf den Mech schießen können, den ablenken oder so. Weiß ich nicht. Also ich hätte auf jeden Fall, also das kann ich sogar sagen, 100% nicht auf dem Spieler geschossen. Ich hätte das beobachtet, aber ich hätte nicht geschossen. Weil ich sowieso erwarten würde, dass er stirbt. Von dem Mech. Naja, PvP. Ich hätte auch nicht mehr wegrennen können. Das war eine absolut Patt-Situation, würde ich sagen. Aber es ist ein PvP-Titel. Die Leute, die lieben das. Habe ich gesehen. Ja, wusste ich. Weiß ich, dass du gesehen hast. Das hätte halt nicht getroffen. Das war nämlich das ist echt geiler Loot. Den möchte ich jetzt wirklich nicht verlieren, ey. Das wäre richtig scheiße. Aber sie lag ja relativ gut da, ne? Mann, ey, immer bin ich am Arsch der Welt. Ging ja nicht anders. Lärm gemacht. Ich habe schon Schalldämpfer benutzt. Jetzt meckern sie wieder alle rum, dass ich so laut bin. Was soll ich denn machen? Soll ich meinen Kopfhörer wegpacken und das Mikrofon ausschalten? Keine Ahnung. Geräusche muss man machen, wenn man auf Zombies schießt. Auch wenn man Schalldämpfer benutzt. So. Ich hätte den messern können, aber wie willst du die dicken und wenn da zwei sind, dann messern? Hm? Das hat er maximal genervt, ey. Warum muss ich eigentlich jede Scheißfolge sterben? Jede Folge stirbt die Steffi fast, ey. Ist echt Wahnsinn. Jeder ballert einfach drauf los. Aber die Steffi macht es ja auch mittlerweile. Wenn das mal Glück hat. So, ich weiß gar nicht, wo ich da lang hingehen soll. Wo der Eingang war da. Wir müssen dann dahin, glaube ich. Aber Power hat sie ja. La 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 la. Hui. Haben uns so schön medizinisch versorgt. Gemacht, getan. Und dann wartet wieder einer da eine scheiß Bunkereingang-Kacke und fickt dich einfach weg. Ich hasse sowas einfach, ne? Nur weil man Krach macht da drinnen, der hört da einen, das ist sowieso affig, dass man da drinnen einen Schalldämpferschuss hört. Boah, flimmer ich ihn jetzt schon wieder so. Vor Wut flimmer ich. So, ich berechne jetzt meine Route. Oh.
diese Kackrennerei immer. Man merkt schon, ich bin genervt. Ich habe keinen Bock auf Impftermin. Ich gehe einfach nie hin. Mach ich nächste Woche. Lass mal einen Tag frei. Dann sollst du dich auch noch kaputt impfen lassen. Die erste und die zweite von BioNTech, die habe ich relativ gut vertragen. War aber ein bisschen krank immer, so ein bisschen abends. Immer kaputt. Und am nächsten Tag Schmerzen im Arm, da wo die Nadel reinkam. Und morgen habe ich Dienst. Lichtverhältnisse verändern sich draußen. Und deswegen ändert sich dann auch der Greenscreen. Weil er dann anders grün ist, logischerweise. Ja, wo war denn das, der scheiß fucking Eingang? Fühlt sich irgendwie so richtig an. Und knack. Dann machen wir uns mal schnell nackig. Schuhe brauche ich auch nicht. Und Socken brauche ich eigentlich schon. So. Das wird der Baum sein da, ne? Ne, doch weiter unten. Oder? Wo liegt sie denn? Tim! Hi, wo liege ich denn? Siehst du die rote die Baracke da unten, die graue? Rechts davor, von dir aus gesehen, ist der Baum und genau dahinter liegst du. Ja, da kommst du easy ran an deine Leiche. Genau ist der Baum geradezu. Ich hoffe, man sieht mich jetzt hier nicht als Mech. Angst. Im Rucksack hat er geschossen. Mein Gott, dauert das lange, ne? Hat der BH. Toll. Das half da kaputt. Er dreht sich in eine andere Richtung. So. Jetzt tackert er gespam. Wo ist er hin? Der Killer. So, was haben wir denn jetzt alles hier? Wir haben kaputt den Rucksack. Da, boah. Fast 600 Ruhmpunkte gehabt, ey. Mann, Mann, Mann. Es scheint etwas warm zu sein. Wie kommt das bloß? Boah, Helm, ey, du wurdest einmal angeschossen und du bist zu 300 Millionen Prozent zerstört worden. Guck das mal an. So, unser Nachhauseweg wäre Richtung Westen. Da lang. Immerhin haben wir unser Loot noch. Das ist schon mal immerhin etwas. So. Ich bin nicht so, dass sie mich getötet hat. Ich bin nur so, dass die Situation so gemein ausgenutzt wurde, ne? Das passiert. Toll. Ja, wenn man so bewaffnet ist, dann benutzt man sie auch, ne? Aber irgendwo, wo wir jetzt unterkriechen können, erstmal. Nee, ist ein total lahmes Viertel. Dann müssen wir uns, glaube ich, in der
in der Hecke gemütlich machen gleich. Das sind ja jetzt, ist ja 13:31 auf dem, was haben wir, Donnerstag. Und du wirst erwischt. Du wirst fucking erwischt. D0. Nach ganz oben. Saufen war ich dabei. Das ist kein Problem. Konntest du nicht auch trinken während so? Pausiert? Nee. Essen und trinken. Warte mal, wir haben gute MAEs. Warum hat sie denn Hunger? Wir haben doch vorhin den MAE gegessen, oder? Trink mal deine 10 Einheiten Wasser. Die gehen ja schnell runter. Dauert. Ist der Magen mal ganz schön voll, nur mit Wasser, ne? Sie hat also 1 Liter Wasser, also 1 Liter Magenkapazität, genau. Oder 1490 Milliliter, aber das ist, ja gut, es muss ja nicht ein Liter sein in der Flasche da, ne? Stimmte. So, dann wollten wir einen MAE essen, wenn, ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Das muss ich erstmal verdauen. Oh, es dauert aber doch länger als ich dachte, nur Wasser. Der Weg ist steinig und schwer. Naja, das ist überfüllt. Blöd. Aber immer kommt Wasser wieder rein, ne? Ja, wenn man so schwitzt, ne, dann geht auch Wasser flöten. Das ist normal. Haben wir wieder schon einen Hochsitz lang oder so als kleine Unterkunft. Rein technisch kann ich auch die auf die 4 setzen, oder? Dann nimmst du die ja auch raus. Brauchen nur den Slot. Der muss ja Platz haben. Ah ne, die setzt du dann, leg dann auf den Boden. Weil muss ja schief sein. Boah, guck mal, die schwitzt, ey. Wir können den Helm, glaube ich, wieder loswerden, ne? Vielleicht ein Mikro-Millimü. Milli, 37,7. Subfibril. So. Boah, das dauert ja voll lange, ey. Aber der war doch jetzt bei 100%. Wir haben einfach noch eine Flasche Wasser getrunken. Das kriegst du dir auf der Kette, oder was? Guck mal. Hat das irgendwas mit der Hitze zu tun? Oh, die Wasserflasche habe ich noch in der Hand. Gott, was ein Haufen Loot. Ach, guck ich das an. Okay, muss man eigentlich auf Einzelfeuer stellen. Langsam komme ich auch dahinter, wie das alles hier funktioniert. Jetzt hat sie aber ganz schön verballert, ey. Scheiße. Was? Gilt das denn als Sniper jetzt oder als Gewehr? Na, wenn ich jetzt 4 drücke und die wegpack, packt sie auf den Boden, oder? Wo ist sie hin? Scheiße, habe ich sie in den Backe? Hä? Wo packst du die hin? Falsch.
Es ist etwas warm. Ist ein Lederkombi, ein schwerer Rucksack, 18 Waffen. So klar, dass es nicht gut geht. Schon eine langweilige Ecke hier, ne? Deswegen würde ich auch sagen, machen wir uns jetzt zwischen den Baum und Stein gemütlich. Und ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Bis jetzt in der nächsten Folge. Und ich hoffe, dass ich dann mal nicht sterbe.